Weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll. Pass auf, mach so. Drück Rekord. Läuft doch schon. Ja, genau. Drück Rekord und dann nimmst du, schneidest du einfach das Beste raus. Ne? Ja. Jens, was ist passiert? Ach, ist nicht schön gelaufen. Dirk war dabei. Dirk, du musst auch dabei sein. Auch wenn dich da draußen im Moment, wenn die Leute sagen, hä? Ich meine, Felix, den kennen wir. Jetzt, das ist Dirk. Der kennt sich mit dem Universum aus. Ja. Dirk, der ist auch, der spielt ja auch Poker, der ist auch ein guter Freund von uns. Und der war live dabei, cool, gerade bei der Situation. Ich kann es jetzt aber, die Zuschauer wissen noch gar nicht, um was es geht. Ja. Ich war vor wenigen Minuten noch im Auto, während es hier so gestürmt hat. Und jetzt bin ich hier draußen und stehe hier. Ja, es ist, die große Reise ist vorbei. Alles richtig gemacht. Man hat es reingebracht. Und ich habe mit Felix auch schon drüber gesprochen, mit Assen. Man hat es reingebracht mit Assen. Diese Hand muss man wirklich auch komplett erzählen. Ich hatte 12.000, ich war Short schon mittlerweile. Short auch nicht, kann man auch nicht sagen. Was gibt es da zu sagen? Ja, man bringt es einfach rein mit Assen. Also ich Open Raise. Kann schon nicht mehr die Hand erzählen. Mir ist Ende. Der Chinese 3 bettet dich auf 3.800, du hast einen Stack von 13,5. Ne, ja? 12. 12 bei, ja. Du shippst? Noch 10,5, left, ich shippe. Der mit Mundwinkel kurz und mit den Augen gerollt und callt. Callt. Ja. Er und selber noch. Sieht, ich zeige ihm Asse und denke mir, Mann, Dirk, wir haben es. Nee, absolut. Dirk stand absolut dabei und hat Achter. Alles gut. Ich gucke in das Gesicht von dem Chinesen, der denkt, ach du große Gott, was ist denn hier passiert? Ja, wirklich. Der war, oh nee, hat aber gecallt. Flop, Turn, alles gut. Und River 8. Ey, es tut mir auch leid, dass ich da auf den Tisch gehauen habe kurz. Nee, das war okay. Ich konnte nicht okay anders. Ich weiß nicht. Ich habe dann aber trotzdem jedem die Hand gegeben. Ich war echt super nett. Das ist gut. Das ist gut. Ist das Main Event? Ja, das ist das Main Event. Da muss man auch mal auf den Tisch hauen und danach wieder allen die Hand geben und dann ist gut. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Ey, ich hätte gerne noch die nächsten Tage, ich hätte noch Videoblogs gemacht bis in den November rein. Machst du doch auch noch. Ja, ich mache auch noch ein bisschen. Lüg doch nicht. Das Problem ist jetzt einfach. Muss man erstmal verarbeiten. Verdauen, drüber das, schlafen. Dass du am Starttag mit Assen, das ist die Situation, über die immer gesprochen wird. Ja. Man spielt das Main-Event, was machst du denn mit Assen? Stimmt. Das ist doch die Situation und dann passiert es einem selber. Stimmt. Ich finde es aber trotzdem, vielen Dank an alle Zuschauer, die mich heute an meinen Geburtstag erinnert haben, deutscher Zeit. Ne? Also bei uns, als jetzt habe ich noch nicht, ne? Bei uns habe ich noch 2,5 Stunden. Das ist natürlich ein Geburtstag, den wird man auch nicht mehr vergessen. Aber jetzt gehst du nach Hause zur Frau. Ja. Und dann feiert ihr Geburtstag. Die weiß noch gar nichts von ihrem Glück, was sie jetzt für einen Mann gleich geliefert bekommt aufs Zimmer. Alles richtig. Danke für den Support trotzdem. Ey, weiß ich nicht, 300, 400 Likes immer bei den Bildern. Unglaublich. Danke, so danke euch auch. Danke dir auch für sämtliche strategische Tipps. Danke dir, war eine tolle Fußball-WM. Super. Also Fußball, Poker, WM, du warst ja auch mit dabei. Alles top. War alles toll. Martin ist jetzt auch natürlich noch mit drin. Martin, ja. Pott. Und das Schöne ist, ihr beiden, ihr spielt morgen. Und da wünsche ich euch morgen natürlich auch viel Glück. Und wenn ihr da Updates haben wollt, dann einfach mal bei Xflix vorbeischauen. Genau. Ich deliver die ganze Zeit. Ohne Ende. Vielen Dank. Ich muss mich jetzt echt erstmal. Oh, ich habe echt, war auch den Tränen nahe beim Rauslaufen. Das ist schon gemerkt. Ja, aber trotzdem ein guter Abgang. Sehr freundlich, alles ja gut. Ja, es wird gut verdauen, gut genommen. Danke. Weiter geht's. Danke bis euch dann und ciao, bis bald. Ciao. Jens.